So, hallo und herzlich willkommen zum Fazit zum EPF 1, zum E-Power Fun EPF 1. Mittlerweile sind gut 500 Kilometer, 470 Kilometer runtergerattert. Die habe ich zwar zum Großteil nicht selber gefahren, auf das Warum kommen wir auch gleich. Wir besprechen jetzt mal, was mir so aufgefallen ist, was mir gut gefällt, was mir nicht gefällt. Und das Ganze machen wir nach dem Intro. Viel Spaß! So, also, wie bei jedem Roller gibt es Pro und Kontras. Wir fangen als allererstes mal mit den Pros an und da will ich auf jeden Fall auf die sehr, sehr hochqualitative Verarbeitung hinweisen. Sehr schöne Schweißnähte, alles schön verarbeitet, alles ordentlich. Hier wurde sich Mühe gegeben, einen vernünftigen Klappmechanismus. Ne? Nichts fühlt sich irgendwie minderwertig oder 0815 mäßig an. Das ist eine runde, tolle Sache, das ist ein tolles Konzept. Auch mit der Hobbywing-Technik, die hier verbaut ist, hat man einen spürbar geilen Anzug und auch am Berg, zumindest flache Steigungen bei mir, sind kein Problem, da mit 21, 22 hochzufahren. Das ist alles super. Da wurde sich Gedanken gemacht, da hat man nicht einfach das Beste genommen. Des Weiteren ist natürlich ein super Pluspunkt die Ersatzteilvorrätigkeit. Ne? Ihr könnt von der Klingel bis zum Schutzblech, Ersatzreifen, jedes Teil nachbestellen auf der Seite vom E-Power Fun. Das ist geil, das hat man nicht überall. Zum Beispiel versucht mal für einen Xiaomi irgendwo Ersatzteile zu kriegen. Die meisten Ersatzteile bekommt ihr nur über Ali oder über Amazon und müsst ein paar Wochen warten. Das ist nicht so toll. Dritter positiver Punkt ist natürlich auf jeden Fall der deutsche Ansprechpartner. Der Stefan gibt sich da sehr, sehr viel Mühe. Er ist auch sehr, sehr viel im E-Power Fun Forum unterwegs, auf Facebook, und gibt auch da immer oder steht euch da immer mit Rat und Tat zur Seite und hilft, wo er nur kann. Das ist auf jeden Fall super. Aber jedes Produkt hat nicht nur Pros, sondern auch Kontras. Und darauf gehen wir jetzt ein. Einen richtigen Kritikpunkt, wie beim Video vom Xiaomi Pro 2, verlinke ich euch mal oben, habe ich hier nicht. Aber so zwei halbe Punkte. Und zwar, das ist aber meine Ansicht, das kann bei jedem anders sein, hätte ich mir auf jeden Fall hinten und vorne Luftreifen gewünscht. Auch wenn hinten gefedert ist und man die super toll einstellen kann, passt aufs Gewicht, schlägt man doch vorne, wenn man irgendwie runterfährt, ziemlich hart auf und oh, das ist sehr unangenehm. Also ich finde Luftreifen um einiges besser, aber das ist meine eigene Ansicht. Und natürlich hat man hier den Vorteil, niemals einen Platten zu haben, aber ja, mein Kritikpunkt ist es auf jeden Fall aus meiner Sicht. Die hintere Federung macht einen guten Job, gleicht das aus, was der Reifen nicht kann. Sogar besser. Das ist auch schön in meinem Video zu sehen. Verlinke ich euch nochmal oben. Dann, warum ich nicht die fast 500 Kilometer runtergeradert habe, liegt ganz einfach daran. Wir haben hier 350 Watt Nennleistung und nur 500 Watt Peak. Und das ist für meine Gegend einfach zu wenig. Wer den Steigungstest gesehen hat, ich auch mal oben verlinke, der sieht, ich komme Steigungen teilweise nur in Schrittgeschwindigkeit hoch und das ist einfach zu wenig und das macht keinen Spaß. Also das ist für Menschen, die schwer sind und leichte Steigungen haben. Ich sag mal, der Roller hat bis 120 Kilo Zuladung und ich wiege jetzt nur 83 plus Klamotten, ist das einfach zu wenig. Also da empfehle ich auf jeden Fall irgendwas mit 600, 650 oder Ninebot 700. Ne? Und der dann auch noch Heckantrieb hat, was nochmal einen Unterschied macht. Aber für flache Gegenden, leichte Menschen, ein Bombengefährt.
will ich gar nicht schlecht reden. Ich will den Roller sowieso nicht schlecht reden. Das ist meine Ansicht. Jeder kann eine andere haben. Was mir noch negativ aufgefallen ist, als drittes, ist hier vorne, wo bei vielen Rollern das Licht ist, sind so drei ätzende Schrauben zu sehen. Hier hätte ich persönlich eine Blende reingemacht. Ich blende euch das mal hier oben ein. Das gefällt mir nicht so gut. Macht irgendwie den Gesamteindruck etwas wäsch. 470 Kilometer, keine Probleme. Freundin fährt hauptsächlich damit. Macht einen Heidenspaß, wenn es denn nicht gerade berghoch geht. Mir gefällt das blaue Design sehr gut. Mittlerweile gibt es ihn ja auch als Stilvariante und mittlerweile und im Moment macht er wohl so Versuche oder Tests mit so Army-Look, Military Edition oder sowas. Müsst ihr einfach mal auf der Homepage vorbeischauen oder im Forum, da findet ihr was darüber. Jo, das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen bei der Kaufentscheidung helfen. Ich verlinke euch den Roller auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.